Wir haben bisher von vielen OVs gehört, dass dieses Modul hier mit den Einsätzen, Meldungen und etc. etwas flexibler sein soll. Genau das haben wir jetzt umgesetzt. Zeitgleich dazu haben wir eine neue Kategorie eingeführt, die Jugendkategorie. Die ist jetzt auch auswählbar, ist auch normal unter Aktuelles. Und ich zeige euch jetzt, wie wir das hier einstellen können. Dazu mache ich das auf einer Unterseite, und zwar hier. Gehe einfach auf Neues Inhaltselement. Unter Plugins ist jetzt hier schon eine neue Teaserliste. Die wähle ich aus. Plugin. Sag hier neu anlegen. So, dann kann ich einen Titel vergeben. Ich mache das jetzt exemplarisch mal mit Meldungen. Jetzt haben wir hier drei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Und zwar einmal mit Blaulicht davor oder das erste Bild aus dem Artikel oder eben wie es Standard ist, mit dem Datum da vorne. Das probieren wir gleich noch aus. Stellen wir noch die Anzahl der Meldungen hoch und gucken uns das Ergebnis an. Genau. Jetzt sieht das natürlich etwas groß aus. Dazu geht man wieder zurück und wählt eine Seitenaufteilung aus. Das ist also unter flexibler Inhalt. Zum Beispiel eine 50-50-Aufteilung ist da, denke ich, recht passend. Speichere die einfach nur. Sieht jetzt hier unten das Modul und da oben ist die Seitenaufteilung. Das muss man jetzt natürlich noch hier reinziehen. Jetzt kann ich auch hergehen und rechts eine neue Teaserliste machen. Und da möchte ich jetzt zum Beispiel die Einsätze haben. Noch raus, Kategorie Einsätze. Will die vielleicht mit einem Blaulicht davor haben. Wähle wieder die entsprechende Anzahl aus. Kann man inzwischen auch frei wählen. Aktualisiere das mal. So, jetzt sieht man hier die Einsätze. Wenn man jetzt hergeht und in dieses Plugin. Da hat man ja jetzt schon die Einsätze, jetzt kann man nochmal neu anlegen machen. Wenn man jetzt was Zweites da rein macht, wie zum Beispiel Veranstaltungen, will ich jetzt vielleicht mal die Fotos anzeigen. Wenn es beides in einem Plugin ist, wie man es jetzt sieht, dann kriegt man automatisch hier oben so eine Auswahl. Das heißt, da kann man wieder hergehen. Da draufklicken. Das ist jetzt natürlich auch ganz gut, wenn man zum Beispiel in der Kategorie Jugend hier, da kann man jetzt natürlich hergehen und hier raus eine Newsseite machen für die Jugend. Wir haben jetzt in den Nachrichten gibt es eine neue Kategorie. Und zwar können wir jetzt hier die Jugend auswählen. Wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und unter Jugend dann diese Teaserliste einfügt mit der Jugend, dann sieht man alle Jugend, Nachrichten.